Heute sind wir zu zweit. Ja, mit einer Person noch mit dabei. Das bin ich. Und mit Vicky. Also eigentlich sind wir sogar zu dritt. Ja, wir spielen heute Street Fighter 5. Für viele, die vielleicht jetzt noch nicht Street Fighter 5 kennen, können wir irgendwas dazu sagen, Elias? Was würdest du sagen? Ihr kennt vielleicht schon das Let's Play von Ultra Street Fighter 4. Was ähnlich ist, aber Street Fighter 5 ist noch ein bisschen cooler, wenn man zu zweit spielt. Ja, also wir spielen jetzt auch zu zweit. Genau, das ist hier der Elias und der Mom. Ihr werdet gleich sehen, dass der Elias mich ganz furchtbar abzockt. Aber das kenne ich schon. Ja. Okay, wir haben ziemlich viele Kostüme in letzter Zeit gekauft. Ja. Insofern haben wir auch einen richtig großen Fundus an Kostümen. Was ziemlich viel Geld gekostet hat. Ja, das kostet scheiße viel Geld und Sony Entertainment freut sich immer, wenn ich wieder neue Abbuchungen mache. Okay, aber starten wir. Hören wir auf mit dem Gelaber. Wer will schon das Gelaber von uns hören? Schon jeder. Wir spielen jetzt einfach. Wenn die PlayStation 4 es dann heute nochmal schafft. Ja, welche Stage nehmen wir, Elias? Wir nehmen das Fragezeichen. Immer wieder sehr beliebt. Ich mache jetzt mal was, was man mir das eigentlich nicht machen sollte. Rülpsen. Okay, ich nehme Ryu, wenn ich da heute nochmal drauf komme. Ich nehme... Und wir haben ein ziemlich geiles Cyclone! Outfit gekauft. Nennt sich Schuluniform. Mir ist zwar ein Rätsel, warum es Schuluniform heißt, aber naja, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und nee, wir nehmen ein schwules Himbeer. Kein schwules Himbeer aus dem. Warum er diesen Zweig die ganze Zeit im Mund hat, ist mir ein Rätsel, aber vielleicht bringt es schmeckt ihm. Ja, schmeckt ihm. Oder es bringt, soll ihm Glück bringen? Ich weiß es nicht. Nein, es bringt es ist kein Kleeblatt. Das wollte ich auch gerade sagen. Habe ich Kleeblatt ja, gesagt? Ja, das Kleeblatt gesagt. Das ist, weil ich aus Hessen bin. Die Hessen haben ein kleines Problem mit G und K, B und P. Aber wir wollen euch nicht langweilen, wir spielen einfach. Sag ich mal Pinsel und nicht Binsel. Okay. Binsel. Pinsel. Okay, ich bin schon wieder auf. Oh, scheiße, ich hätte dich fast gegrabt in der Luft. Ja. Wie ihr seht, bin ich heute ziemlich hüpfig. Das liegt daran, das ist gut, wenn du hüpfig dass bist. Ich euch das unbedingt dieses wunderbare Himbeerkostüm zeigen möchte. Himbeer? Ich habe ein Himbeerkostüm. Weil ich eine Frau bin. Nein, das bist du. Stehe ich. Was soll ich sonst sagen? Weil ich eine Frau bin, stehe ich auf Himbeer, auch wenn ich damit ziemlich auf die Fresse falle. Eine Mami, so bist du. Ja, ich bin auch eine Mami, ich bin alles zusammen. Wir Frauen sind ja mehrere Sachen auf einmal. Ja. Wir sind auch Pinsel. Wir sind Pinsel, wir sind einfach alle. So, wie ihr seht, habe ich nicht mehr wirklich viel Leben, was dazu führt, dass ich eigentlich ziemlich K.O. bin. Gut. Zweite Leute, Runde. Ich spiele es ab 12, ich spiele es trotzdem. Ja, ich bin schon 12. Deswegen spielen wir das. Elias ist eigentlich nicht 12, aber wir sind heute mal nicht so. Ich spiele das jeden Tag. So. Ich spiele das jeden Tag. Bleib auch mal stehen. Ich spiele das jeden Tag. Du, ich weiß. Oh, bam. Ja, wie ihr seht, bin ich schon wieder down. Hier, Muskel, guck mal. Muskel. Check. Toll. Aber die Muskeln... Wie viele Muskeln habt ihr? Schreibt es in die Comments. Ja. Muskeln, ja. Findet ihr Muskeln eher cool oder Muskeln sind das Beste eher für was für Angeber? Was für Ärsche. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob man eine Frau oder einen Mann fragt. Nee, so, du hast wie immer gewonnen. Von den Sex. Und ja, sollen wir noch ein Spiel spielen? Ja, noch eine Runde? Noch ein Spiel. Okay, ich spiele jetzt. Ja. Ja. Du kannst das System zurzeit nicht bedienen, sagt uns die PlayStation. Das ist ein Scheißegal. Was uns irgendwie ein Scheißwort interessiert. So. Hallo? Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay. Noch ein Ladebildschirm. Okay. Und weiter geht's. Habe ich hier andere Kostüme? Ja, ich habe Story.
Und ich habe wieder was Schickes in Rosé. Boah, sieht das scheiße aus. Rosé ist in dieser Saison sehr angenehm. Alter! Deswegen nehmen wir Rosé. Leute, lass jetzt schon mal ein Like da. Sie ist 1,69 groß. Ihr Gewicht ist geheim. Was uns fast ein bisschen vermuten lässt, dass sie ziemlich fett ist. Aber gut. Wieso fett sieht sie gar nicht aus? Nein, ich würde sagen, sehe eher fetter aus. Birdie ist fetter. Kann man ich bin eher fett. Definitiv sagen. Haben wir erwähnt, dass wir auch dieses Stage dazu kaufen mussten? Nein. Nein, das war gar nicht dieses Stage. Es war dieselbe in Tag. Ja. Ich hab mich gerade verwechselt. Aua! Ja, das musste mal sein. So. Okay, dieser Mensch hat einfach. Guck mal. Ja, bitte. Da hängt einer an der Decke. Hast du schon mal gesehen, dass da einer an der Decke hängt? Ja. Ich jedes Mal, wenn ich das spiele. Achso. Ich komme gar nicht an den Rand, weil der so eine dicke Wampe hat. Wie soll ich da gewinnen? Mit dicken Wampen. Du bist ja auch so fett. Nee, ich bin nur geheim. Du bist geheim. Genau wie im richtigen Leben. Super, schon mal. 53 Kilo wiegt 7. Nein. Hast du 53 gesagt oder schmeichelt nur noch? Natürlich wiege ich 53 Kilo. Scheiße, das ist doch falsch. Bist du schon. Sie will es zugeben. 53 ist halt Traum. Bitte gebe es zu, Maus. Also, bei Zeiten habe ich 48 gewogen, aber die sind lange vorbei. So, aber wollen wir nicht weiter über mein Gewicht reden? Doch. Wollen wir spielen? Es geht, ist ja schließlich ein Let's Play und nicht ein Let's Gewicht. So, wirklich Let's Play? Ich meine, ich finde Let's Play so. Lass uns bitte. Okay, ich bin nicht. Let's Plays sind schon fast wieder ein bisschen out, ne? Let's Play finde ich jetzt so. Wir spielen ein Spiel in Parts sozusagen. Also, das ist jetzt Part 1, da gibt es auch Part 2, das ist für mich so Let's Play. Wir machen aber kein Part 2, oder? Nein. Ich habe nichts gemacht, ihr Bullen. Könnt mir nichts anhängen. So, sollen wir noch eine Runde machen? Was meinst du? Ja, machen wir 5. 5, okay. Wir machen 5, das heißt, wir haben jetzt noch. Ich war auch schon so schlecht in Mathe. Ich glaube, wir machen noch 3 Runden. Ja, das stimmt. Ja? Ah, gut. Bin doch nicht so schlecht in Mathe. Ja. Was ist 66 plus 66? Ach, wer weiß. Wer will das schon wissen? Gib es wer zu. Will. Gib es zu, du hast gesagt, weil du es nicht weißt. Wer will das schon wissen? Gib es doch einfach mal zu. Ich nehme wieder schickes Rosa, Rosé. Hier geht schaschiert leicht. Ja, leicht ins Gesicht. Jetzt hört mir der Name nicht ein. Keine Ahnung. Was ist diese Farbe, die dunkler als rosa ist? Keine Ahnung. Dir fällt es nicht ein? Mein Gott. Ich habe Wortfindungsstörung. So weit ist es schon gekommen. Wirklich? Oh, ja. Das ist ja schlecht. Du bist aber eine schlechte Frau. Mein Schwan. Ach, das ist meine Mutter. Wisst ihr was? Ich mache jetzt den Video einfach mal fertig hier in meinem rosa Kostümchen. Wenn du das Gegenteil gesagt hättest, wäre ich zufrieden. Aber so. Nein, ich ziehe den jetzt mal ab. Ja. Da wir ja noch 66 Runden haben. Ja. What a beautiful time. Check this out, baby. Ha! Eigentlich. Dieses Kostüm bringt mir irgendwie Glück. Nö. Doch. Du bist tot. Ah, mir ist wieder eingefallen. Lila. Lila. Die Farbe Lila. Runde 2. Für alle Menschen da draußen, die kein Englisch können, was glaube ich nicht mehr viele sind heutzutage, ist Runde 2. Hoi. Ta-chaka. Am besten ist es, wenn man dabei so japanische Kampfschreie ausstößt, von dem man gar nicht weiß, was sie heißen. Mach ich. Ja. Nur bei dir nützt es was, bei mir nicht. Ja. Das ist auch Problem an der Sache. Oh, tschakka. Okay. Wir haben noch 2 Runden. Danach wird sich entscheiden, wer der bessere wer der bessere Player ist. Kannst du dich nicht bewegen, was mein Gift wird schneller ein Stromschlag.
Sehr schön. Ich muss jetzt, glaube ich, mal wieder einen Mann nehmen. Ich möchte wieder einen Mann nehmen und den ziehe ich wieder pink an. Moment. Moment, mal gucken, ob ich das hinkriege. Hallo? Mal sowas richtig hässlich. Jetzt haben die PlayStation etliche Jahre entwickelt und es braucht 100 Jahre, bis mal wieder ein Bild kommt. Davor wollen die so viel Geld, ich kann es nicht fassen. So, ein Mann hatten wir gesagt. Nehmen wir doch. Oh nee, ich bin da als. Rashid und. Hat der ein schönes Kostüm? Ja, wir haben was mit Pink. Ja, bitte? So musst du. Wir haben was mit Pink, ist es? Wir haben was noch richtiges Besseres. Wir haben noch was Besseres? Ah nee, das ist nicht so. Das ist ja, das ist Pink als Pink, das nehmen wir. Pink als Pink. Ich nehme mal. Ja. Frau. Du bist auch pink. Cool. Scheiße. Pretty in pink. Toll, pink versus pink. So. Du bist ziemlich klein mit 1,5. Ja, ich bin eigentlich kleiner. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Mann ist kleiner als die Frau. Ob das was gibt? So. Mal wieder eine sexistische Einstellung, die uns emanzipierten Frauen total freut. So. Und hatte ich euch was von den japanischen Kampfschreien gesagt? Hatte ich. Haka! Heißt so viel wie, boah, hab ich jetzt Lust auf Spaghetti Bolognese? Genau. Für alle, die kein Japanisch genau können. Das heißt, guck mal, die süßen Vögelchen, die kleinen Küklein. Ich versuche mal nicht so schwul wie bei den anderen Videos zu wirken, damit ich mehr Likes bekomme. Du wirkst nie schwul, mein Schatz. So. Wir haben jetzt noch eine Runde. Heute noch vielleicht? Ah. Und schwul! Ab dafür! Das direkt an das so. Na, dann fangen wir es und ab dafür! Die! Ich glaube, ab dafür ist nicht so cool. Wir machen eher so. Haka! Toll, wie soll ich meinen Kampfschrei machen, wenn der Vögelchen im Kopf hat? Der Vögelchen im Kopf. Toll. Just you wait up! Okay, Elias, jetzt kommt's drauf an. Die letzte Runde. Ihr seid bestimmt schon sehr gespannt, wer gewinnen wird. Ich glaube, das Ergebnis ist. Jetzt sag nicht, das Ergebnis steht schon fest. Doch, denke ich schon. Moment, bist du fertig? Komm schon, beleidigen. No. Nein, ich beleidige grundsätzlich keine Menschen. Es sei denn, sie haben mich zuerst beleidigt. Du kannst gar nicht mehr gewinnen. Ich habe schon 4 Kämpfe gewonnen, jetzt gewinnst du einen Kampf, dann bist du nicht mehr so gut. Ja, aber man könnte mal sagen, gut, zum Schluss hat sie doch nochmal gewonnen. So ist aber trotzdem scheiße. Ja gut, ich habe trotzdem alles verloren, aber ich könnte meine Ehre behalten. Hatte ich was zur PlayStation gesagt und dass die. Ah, okay. Gut, als letztes nehme ich nochmal eine Frau, habe ich mir gedacht. Und zwar hier die mit diesem komischen Zöpfchen da hier. Wer ist die? Karin, genau. Ach, jetzt habe ich nicht so. Super, du hast dieselbe genommen. Okay, wir machen rot gegen blau, das ist gut. So, ich wiege 59 Kilo, schon mal sehr gut. Hallo? Peace, motherfucker. Peace. Es geht los! Letzte Runde! Die entscheidende Runde! Nein, die entscheidet immer. Ja, okay, sie. Okay, sagen wir, sie entscheidet. Sie entscheidet über meine Ehre. Nein, sie entscheidet nicht. Sie entscheidet Aha! über die ganzen 5 Spiele, okay? Okay. Die Karin. Karin entscheidet es. Bin ich. Welche bin ich eigentlich? Die rote? Ja. Ah, gut zu wissen. Ich finde, es nützt einem echt was, wenn man weiß, welcher Spieler man ist. Ja, das ist man hat irgendwie so, für die Taktik ist es nicht schlecht, ne? Ja, für die Taktik ist es echt genial. Das ist so schlecht! Ich finde, dass diese Frau eine ganz furchtbare Frisur hat. Hatte ich das schon erwähnt? Hatte ich erwähnt, dass diese Frisur. Kein Mensch trägt so eine Frisur heutzutage. Aber wir sind ja hier nicht beim Beauty Palace, wir sind ja hier beim Street Fighter 5. Ich bin heute verdammt hüpfig, wenn ich nicht gerade auf dem Boden liege. Ich bin sehr gut, wenn du auf dem Boden liegst. Aber gut. Ich finde das so geil, wenn du auf dem Boden liegst. Ja, weil dann gewinnst. Du Power! Ja klar, du lebst noch. Nee. Ey, guck mal, ich lebe noch. Wie geil! Wie geil ist das denn? Eigentlich ist das scheiße, weil dann kann ich dir noch... Ich lebe noch! Eigentlich ist, Mausi... Ja, bitte? Eigentlich ist das scheiße, weil dann kann ich dir noch eine reinhauen. So. Das war unser Let's Play. Zur Überraschung aller hat Elias natürlich alle 5 Runden gewonnen. Das, das Einzige, was ich euch versprechen kann, das noch ein bisschen übel.
und vielleicht das nächste Mal ein bisschen besser sind. Okay, also, ich sag mal ciao. Nein, hallo. Nein, ich sag nicht ciao. Das war zu kurz. Ach, komm, wir sagen mal ciao. Elias sagt auch noch. Sag mal ciao. 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 Und nicht vergessen, Däumchen hoch. Oh, und nicht vergessen, immer euer Zimmer Saft auftrinken. Und immer abonnieren.